Sehr geehrter Herr Rektor, lieber Herr Töchterle, sehr geehrter Herr Vizerektor, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Zunächst ein recht herzliches Dankeschön an Sie, Herr Rektor, und an dich, liebe Susanne. Das Erdmännchen wird mich ab nun begleiten. Danke also für Ihre einleitenden Worte. Ich habe mich im Vorfeld schon mit Susanne unterhalten und sie hat mir zumindest verraten, dass es um so etwas Ähnliches wie ein Erdmännchen gehen wird in ihrer Rede. Ich wusste gar nicht, dass es solche Tiere gibt. Und ich weiß aktuell auch nicht, ob Erdmännchen der Spezies der Reisenden angehören, weil ich ja keine Biologin bin, wie Sie jetzt alle wissen, sondern Geschichte und Spanisch studiert habe. Die Metapher der Reise möchte ich nun aber nutzen, um Sie in mein Forschungsgebiet, die Fremdsprachendidaktik, mitzunehmen. Bei Reisen gibt es immer unterschiedliche Stationen. Man könnte beginnen mit einer Standortbestimmung. Das werde ich im Anschluss auch gleich tun. Ein Blick zurück kann im Endeffekt nie schaden, denn die Mühen der Ebenen bleiben niemandem von uns erspart. Und zwischendurch brauchen wir sicherlich Labungsstationen, Zwischenstationen. Das wird ein Einblick in meine Forschung sein. Bevor wir weitergehen, könnten uns Stolpersteine in den Weg gelegt werden, aber irgendwann schaffen wir dann die nächsten Schritte. Ich beginne mit einer Standortbestimmung, die teilweise schon von unserem Herrn Rektor vorweggenommen wurde. Herzlichen Dank dafür. Ich habe dafür die institutionelle Ebene gewählt, also die Verankerung meines Forschungsbereiches in Österreich an österreichischen Universitäten und selbstverständlich an erster Stelle die Universität Innsbruck, um hier auch von dieser Stelle meinen Dank an Rektor Merck auszudrücken, der diese Professur installiert hat, der die School of Education etabliert hat und der eben auch das Institut für Fachdidaktik ins Leben gerufen hat. Wir sind, das haben Sie schon gesagt, jetzt im zweiten Jahr unserer Tätigkeit, was die Professur betrifft. Wir sind allerdings nicht die ersten in Österreich gewesen, die eine Fremdsprachendidaktik-Professur begleiten durften. Das war der Universität Wien vorbehalten. Die haben uns knapp überholt. Ja. Allerdings gibt es dort genau wie hier eine sprachenübergreifend ausgerichtete Fremdsprachendidaktik-Professur. Aktuell gibt es für das Unterrichtsfach Englisch eine Professur für die Fachdidaktik an der Universität Klagenfurt und an der Universität Graz befindet sich eine eben solche Professur Englisch-Fachdidaktik gerade im Berufungsverfahren. Wir könnten also mit dieser Standortbestimmung feststellen, mein Forschungsbereich ist zumindest, was unser Land betrifft, ein relativ junger. Obwohl, wenn wir einen Blick zurückwerfen, dann sehen wir, dass dies nicht ganz stimmt. Und ich muss mich, denke ich, hier schon erstmals von meinem Text lösen. Denn mit Herrn Töchterle haben wir einen Kollegen in unserer Mitte, der seine Doktorarbeit der Fachdidaktik des Latein gewidmet hat. Und das ist sicherlich schon etwas länger als 3 Jahre her. Das heißt, wir haben hier einen Vorreiter unter uns. Wenn wir den Blick zurück jetzt über unsere Grenzen hinaus werfen, dann kann man gegen Ende des 19., am Beginn des 20. Jahrhunderts immer noch ein sogenanntes vorwissenschaftliches Paradigma feststellen. Und hier beziehe ich mich weniger auf die Fremdsprachendidaktik als Forschungsdisziplin, sondern eher auf den Fremdsprachenunterricht. Die meisten von Ihnen wissen, dass im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die modernen Sprachen, Französisch, Englisch, Einzug in unser Schulsystem gefunden haben. Bis dato waren es vor allem Latein und Altgriechisch, die eben eine starke Verankerung im Unterricht hatten. Was machen diese neuen, modernen, lebenden Fremdsprachen nun, wenn sie in die Schule eintreten dürfen in gewisser Weise? Sie übernehmen das Methodenkonzept des altsprachlichen Unterrichts, die sogenannte Grammatik-Übersetzungsmethode und versuchen, die eben auf lebende Fremdsprachen zu übertragen. Und schon sehen wir einen ersten Aufschrei mit Wilhelm Vietor, der 1882 eine Streitschrift mit dem Titel »Der Sprachunterricht der modernen Sprachen muss umkehren« verfasst.
Und zwar ist er Professor für englische Philologie an der Marburg-Universität in Deutschland. Er ist Phonetiker seines Zeichens und bemängelt schon Ende des 19. Jahrhunderts eben die mangelnden Aussprachekenntnisse von Englischschüler und Englischschülerinnen eben in der Schule. Wir haben hier also erste wissenschaftliche Ansätze in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht. Der große Einschnitt beginnt dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts oder ist in der Mitte des 20. Jahrhunderts anzusetzen, nämlich aufgrund politischer Ereignisse. Zweiter Weltkrieg sehen Sie hier und die beiden Bezugswissenschaften Psychologie und Linguistik. Wir müssen hier über den Atlantik blicken, nach Nordamerika, besser gesagt in die USA. Dort gibt die Regierung ein großes Forschungsprogramm in Auftrag, und zwar an die damals besten Psychologen, an die damals besten Linguisten. Das war B.F. Skinner auf der Psychologenseite, der den Behaviorismus vertritt, und Bloomfield, die amerikanische Ausprägung des Strukturalismus. Mit ihren Teams erarbeiten sie eine völlig neue Methode des Fremdsprachenunterrichts, die sogenannte audiolinguale Methode. Hier geht es darum, nicht mehr im Schriftlichen kompetent zu werden, nicht mehr Grammatik- und Übersetzungskenntnisse in den Vordergrund zu stellen, sondern eben wirklich die Mündlichkeit der Sprache. Die Erfordernis von Seiten der US-Regierung war folgendermaßen: man muss diesen Krieg gewinnen, und dazu bedurfte es einer sehr hohen Anzahl, vor allem von Soldaten, aber auch von Diplomaten, die eben firm gemacht wurden in Fremdsprachen der sogenannten feindlichen Länder. Und die beiden Richtungen, Psychologie und Linguistik, haben hier diese Methode eben zu einem sehr effizienten Fortschreiten, zu einer sehr effizienten Aneignung dieser Fremdsprachen. Dazu hat die Methode beigetragen. Die Methode wird teilweise nach wie vor in den sogenannten Army Language Schools eben herangezogen. Es ist keine Frage, wenn man 5 Tage in der Woche, 8 Stunden am Tag mit jeder mündlich orientierten Methode konfrontiert wird, dass man dann eben auch eine gewisse Kompetenz in der Zielsprache, in der Fremdsprache erhält. Wenn Sie weiterblicken, dann sehen Sie 60er, 70er Jahre in Deutschland. Hier gibt es jetzt eine erste Institutionalisierung von Fremdsprachendidaktik-Professuren, also eine Professur, die ich hier begleiten darf. Und zwar wird hier die Lehrerinnenbildung an die Universitäten gehoben, ein Prozedere, das wir im Moment versuchen eben zu vollziehen und das uns auch sicherlich mit vereinten Kräften in gewisser Weise in Richtung Forschungsbasiertheit gelingen wird. In Deutschland, sowohl in der DDR als auch in der BRD, findet das eben in den 60er und 70er Jahren statt. Das bedeutet des Weiteren, dass wir augenblicklich in den letzten 5 bis 10 Jahren eine große Wende in der Besetzung dieser Fremdsprachendidaktik-Professuren sehen. Und ich darf Sie kurz darauf hinweisen, weil ich mich sehr darüber freue. Im November wird es ein Symposium genau zu dieser Thematik unter dem Namen Wechseljahre an der Universität Bremen geben. Und ich bin dorthin als Vertretung Österreichs eingeladen. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Diskussionen mit den Kollegen und Kolleginnen ablaufen werden. Die nächste Station waren dann die nordischen Länder Norwegen, Schweden, Finnland, die eben in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Fremdsprachendidaktik-Professuren etabliert haben. Es ist also eine wissenschaftliche Disziplin, diese Fremdsprachendidaktik, und man könnte sagen, es ist die wissenschaftliche Leitdisziplin für den Fremdsprachenunterricht. Aber mit dieser Definition beginnen auch schon die Mühen der Ebenen. Die Mühen der Ebenen ergeben sich einerseits aus den Forschungsfeldern, die eben den Fremdsprachenunterricht ausmachen. Und Sie sehen hier Vermitteln auf der einen Seite, das heißt, die Fremdsprachendidaktikforschung bemüht sich, Lehrprozesse zu erklären, zu verstehen, zu analysieren. Auf der anderen Seite die Lernenden, das Aneignen von Sprache, Lernprozesse werden untersucht, und auch hier haben wir zumindest eine Zweiteilung in die sogenannte Spracherwerbsforschung, aber eben auch in Forschung, wiederum von der eher psychologischen Seite kommend, die motivationale, emotionale, affektive Faktoren in Bezug auf Lernprozesse untersucht. Und als dritten wesentlichen Bereich dürfen wir auf alle Fälle mittlerweile das Überprüfen von Sprachen nennen. All diese Forschungsfelder sollten dazu
einführen, wie in den 40er Jahren in den USA, den Fremdsprachenunterricht effektiver zu gestalten. Das ist hier, wie in jeder Wissenschaft üblich, selbstverständlich Disziplindiskussionen gibt, teilweise harte Konfrontationen und so weiter. Das versteht sich von selbst. Der Fremdsprachenunterricht ist also genuiner Untersuchungsgegenstand meines Forschungsbereichs. Und hier haben wir das nächste Spannungsfeld zwischen Forschung und zwischen Unterricht. Dieses Spannungsfeld habe ich schlussendlich auch für meinen Titel gewählt. Wir sind nämlich immer noch nicht in der Lage, über ausreichend empirische Daten in Bezug auf den schulischen Fremdsprachenunterricht zu verfügen. Kollegen sprechen dann immer wieder davon, dass sich endlich der Fremdsprachenunterricht dem harten Licht empirischer Forschung aussetzen muss, ganz egal, wie dann die theoretischen Erklärungsansätze ausfallen. Oder wir könnten auch ein anderes Zitat bemühen, wie Lehrer unterrichten und wie unsere Schüler lernen, darüber weiß man hierzulande, gemeint sind die deutschsprachigen Länder, noch viel zu wenig. Und damit komme ich zur Zwischenstation, der ich eben die Forschung widmen möchte. Hier werde ich Ihnen Teile meiner eigenen Forschung vorstellen, vor allem einige Bereiche aus meiner Habilitation, die ich ergänze durch andere Ergebnisse und durch weitere Studien. Ich muss Sie zunächst eben mit dem Erkenntnisinteresse meiner Habilitation vertraut machen. Ich habe versucht, den Grammatikunterricht unter die Lupe zu nehmen, weil es dieser Unterricht war, der mich zu diesem Forschungsgebiet der Fremdsprachendidaktik Mitte der 90er Jahre geführt hat. Meine Forschungsfragen waren zumindest zweifach. Einerseits gibt es Übereinstimmung zwischen den grammatischen Strukturen, die im Unterricht vermittelt werden, und jenen, die in schriftlichen Überprüfungen festgestellt werden. Und andererseits gibt es Übereinstimmung zwischen diesem Konglomerat und den spontansprachlichen, mündlichen Äußerungen der Lernenden. Das heißt, Spracherwerbsprozesse haben mich hier ebenso interessiert wie Lehrprozesse und teilweise eben das Überprüfen von Sprachen. Zum Untersuchungsdesign sollten Sie wissen, dass die Untersuchung durchgeführt wurde in einem zweiten Lernjahr an einer berufsbildenden höheren Schule im zweiten Schulhalbjahr. Ich durfte den Unterricht eben 6 Monate lang hindurch beobachten. Ich habe 12 Spanischlernende, Entschuldigung, für die Analyse der Spontansprachedaten heranziehen können. Für diese Lernenden war Spanisch ihre dritte lebende Fremdsprache. In der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit betrachtet war es die L4 oder die L5, je nachdem, ob Lernende mit Migrationshintergrund eben auch in der Klasse teilgenommen haben. Der Unterrichtsinput hat 4 Wochenstunden betragen und die Lehrperson kann als Expertin gelten. Sie hat mehrere Jahre, um die 10 Jahre Schulerfahrung, Lehrerfahrung und selbst eben an Ausbildungen, an Fortbildungen zum Sprachentesten teilgenommen. Das heißt, man könnte sie wirklich als zu dem Zeitpunkt angehende Expertin in der Sprachtestforschung bezeichnen. Die Erhebung wurde von mir verdeckt durchgeführt und ich habe 3 Datensätze miteinander trianguliert, die Sie nun schon kennen. Die Unterrichtsbeobachtung einerseits, die schriftlichen Überprüfungen zum zweiten und schlussendlich die mündlichen Spontansprachedaten. Die Unterrichtsbeobachtung wurde direkt durchgeführt, das heißt, ich war im Unterricht anwesend, habe teilweise Notizen gemacht, digitale Audioaufnahmen, die schlussendlich transkribiert wurden mit einer Computersoftware und quantitativ und qualitativ analysiert wurden. Die schriftlichen Überprüfungen sind ebenfalls quantitativ und qualitativ analysiert worden und ich konnte hier selbstverständlich auf Statistikprogramme zurückgreifen. Die mündlichen Spontansprachedaten wurden wie folgt erhoben. Es hat Aufgabenstellungen für die Lernenden gegeben im Hinblick auf dialogische und interaktives Sprechen, aber auch auf monologisches Sprechen. Ich war anwesend bei dieser Datenaufnahme, bei diesen Gesprächen, um eventuell unterstützend einzuschreiten, wenn zum Beispiel im Wortschatzbereich ein Vokabel fehlt und so weiter, um das Gespräch aufrechtzuerhalten und so weiter. Auch diese Interviews wurden digital aufgenommen, ebenfalls transkribiert, um sie einer Analyse zuzuführen, die mit Keyword in Kontext, einer
Computersoftware durchgeführt wurde. Hier geht es darum, Wortfrequenzlisten zu erstellen, aber auch Konkordanzlisten eben abzurufen. Und anhand dieser Konkordanzlisten konnte dann schließlich die morphosyntaktische Struktur der Lernersprache entwickelt werden. Das ist der Hintergrund. Auf diesem Hintergrund zeige ich Ihnen einige wenige Ergebnisse und ich beginne mit der Triangulierung der Resultate zwischen Unterrichtsbeobachtung und den schriftlichen Prüfungen. Sie sehen hier, dass ich eine Zweiteilung vorgenommen habe, analog der aktuellen Forschungslage bzw. auch auf der Basis des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens in die sogenannten sprachlichen Fertigkeiten einerseits und die linguistischen Kompetenzen andererseits. Zu den linguistischen Kompetenzen zählen Wortschatz, Grammatik oder eine Kombination von beiden und auch die Aussprache, zu den sprachlichen Fertigkeiten eben die rezeptiven, Hörverstehen, Leseverstehen und die produktiven Sprechen und Schreiben. Es gibt auch hier wieder eine Mischform zwischen Hör- und Sehverstehen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Film im Unterricht eben anzusehen. Die Prozentangaben, die Sie hier auf der Tabelle sehen, beziehen sich auf den Anteil der jeweiligen Bereiche am fremdsprachlichen Anteil des Unterrichts. Sie können hier, je nachdem, wie schnell Ihre mathematischen Fähigkeiten jetzt schon zu arbeiten begonnen haben, feststellen, dass es sich in der Spalte des Unterrichts nicht auf 100% ausgeht. Ich habe ausgeklammert landes- und kulturwissenschaftliche Themenbereiche und organisatorisches, aber auch die Zeit, die für Schularbeiten verwendet worden ist. Wir stellen hier fest, dass ein Überhang besteht bei den linguistischen Kompetenzen, bei der Vermittlung im Unterricht von Wortschatz und Grammatik. Über 55% ist hier das Ergebnis. Die sprachlichen Fertigkeiten sind deutlich geringer ausgeprägt mit nur ungefähr 30%. Wenn wir uns nun die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen ansehen, so zeigt sich hier eine andere Richtung. Die linguistischen Kompetenzen halten sich ungefähr die Waage. Das heißt, wir haben auch hier 56% Anteil von Wortschatz, Grammatik und Wortschatz und Grammatik kombinierter Überprüfung, aber die sprachlichen Fertigkeiten erhalten einen viel höheren Anteil. In diesem Diagramm wird das, denke ich, visualisiert noch besser nachvollziehbar für Sie. Sie sehen also, die hellblauen Säulen beziehen sich auf die schriftlichen Überprüfungen und die dunkelblauen eben auf die Unterrichtsanteile. Und wir haben auf der einen Seite effektiv ein Auseinanderklaffen, was die sprachlichen Fertigkeiten betrifft. Auf der anderen Seite wird die Grammatik viel stärker betont im Unterricht und viel weniger prominent ist sie in den schriftlichen Überprüfungen feststellbar. Wenn man sich nun auf die aktuelle kommunikativ ausgerichtete Sprachtestforschung bezieht, dann muss man dieser Lehrperson ein großes Kompliment aussprechen, denn sie hat es tatsächlich in diesem halben Schuljahr, das ich beobachten durfte, geschafft, einen Ausgleich zwischen der Überprüfung der sprachlichen Fertigkeiten und der linguistischen Kompetenzen herzustellen. Und das ist nicht zuletzt aktuell ein Auftrag des Gesetzgebers im Rahmen der neuen Reifeprüfung. Was hier allerdings weniger geglückt ist, ist eben diese Balance auch im Unterricht zu halten. Dieser ist eben, wie schon gesagt, grammatiklastig. Ich möchte kurz ein Zitat an dieser Stelle Ihnen vorlesen von einer unserer Studierenden im sogenannten Abschlussmodul, das sich eben auf das Sprachentesten, auf das Testen und Bewerten bezieht, um Ihnen zu veranschaulichen, wie dringlich Studierende und in späterer Folge eben aktuell auch Lehrpersonen es erachten, dass sie auf der Basis der Sprachtestforschung ihre Schularbeiten eben anders gestalten können. Die Studierende sagt in einem Interview: Im Laufe meiner Schulzeit musste ich feststellen, dass jeder Lehrer, jede Lehrerin eigene Testmethoden und Bewertungskriterien hatte, die er oder sie sich selbst irgendwie zusammenstellte. Sie basierten weder auf Testgütekriterien, noch gab es bestimmte Testformate, die allgemeine Gültigkeit hatten. So wurstelte jeder vor sich hin. Ehrlich gesagt hatte ich schon Angst, dass ich als tätige Lehrerin auch diesem scheinbaren Niemandsland ausgesetzt sein würde. Das heißt, wir sehen hier, dass die Angst eine Triebkraft, eine Antriebskraft für diese Studierende ist, sich mit forschungsbasierten Inhalten
eines Teilbereichs der Fremdsprachendidaktik auseinanderzusetzen und wie wir aus eigener Erfahrung mehrfach vertreten in diesem Saal heute wissen, ist unser Land in den letzten Jahren einigermaßen durchgerüttelt worden, was diese Sprachtestforschung in einer modernen kommunikativen Ausrichtung betrifft. Wir können aber doch mit Stolz, und dafür danken wir dir, Carol Spöttl, sehr, sehr herzlich, mittlerweile sagen, dass sich im Fremdsprachenbereich wirklich ein Paradigmenwechsel manifest gemacht hat. Ein Paradigmenwechsel zeigt sich nicht nur hier in der Datenlage. Diese Lehrperson, die eben auf dem Weg zur Expertin ist, hat es verstanden, diese Ausgeglichenheit in ihre eigenen Schularbeiten bereits zu übertragen. Wir wissen mittlerweile aus zahlreichen Fortbildungen, dass hier dieser Umschwung wirklich geglückt ist, dass die Angst, die zuvor regiert hat, und wir haben die, das darf ich sagen, am eigenen Leibe mehrfach erspürt, nun gekippt ist in etwas Positives, dass also hier Fremdsprachendidaktikforschung tatsächlich etwas in Bewegung gebracht hat. Ausgerichtet durch eine kleine hier vertretene Person, aber mit umso mehr Energie ausgestattet. Konkrete Veränderungen im Unterricht können also forschungsbasiert durchgeführt werden. Ein weiterer Datensatz, den ich Ihnen präsentieren möchte, bezieht sich auf das Spanische, in dem Fall den Verbalbereich, der innerhalb des Grammatikunterrichts immer die stärkste Ausrichtung für diese Sprache, für diese Zielsprache erhält, weil es der komplexeste Sprachbereich ist und weil er zum Beispiel mit dem Deutschen nicht verglichen werden kann. Ich habe hier einen Verbalbereich, den Modus Präsens des Subjuntivo, herausgenommen, und um Ihnen zu zeigen, dass innerhalb des Grammatikunterrichts die Hälfte der Unterrichtszeit, Sie erinnern sich, 23% auf die Vermittlung dieses Verbalbereichs fällt, während es bei den Prüfungen nur 4% sind. Wir sehen also hier wieder, die Schularbeiten, die Tests werden von der Lehrperson anders zusammengestellt als der eigene Unterricht. Ich habe Ihnen auch Daten von einer Untersuchung, die ich im Rahmen meiner Doktorarbeit für eine völlig andere Zielrichtung ausgerichtet habe, mitgenommen, die eben zeigen, dass dieser Anteil am Unterricht, hier 26%, über 10 Jahre relativ stabil ist, also kaum Veränderung erfahren hat, aber tatsächlich hier eben diese Prüfungslastigkeit in Bezug auf den Subjuntivo zurückgetreten ist. Wir haben eben ein fast ausgewogenes Verhältnis zwischen Unterricht und Prüfung in den Daten von vor 10 Jahren. Das ist, denke ich, ein schönes Ergebnis für die Sprachtestforschung. Mein dritter Datensatz, die mündliche Spontansprachen-Elizitierung, die kann ich allerdings hier nicht derart positiv präsentieren. Sie liegt mir besonders am Herzen, wie ich schon gesagt habe, weil es mein Einstieg in die angewandte Linguistik und mein Einstieg in die Fremdsprachendidaktikforschung selbst war. Mündliche Spontansprache ist ein Fenster in die mentale Sprachverarbeitung. Und ich habe hier mehrere Datensätze angeführt. Auf der einen Seite jene Lernenden, die eben in der Habilitation von mir untersucht worden sind. Das waren eben 12 Spanischlernende im zweiten Lernjahr. Ich habe sämtliche ihrer Äußerungen für diesen Verbalbereich addiert und wir kommen auf nur 12 Äußerungen, von denen sind nur 4 tatsächlich zielsprachlich korrekt. Wenn wir das nun vergleichen mit den Lernenden, die sich in meiner Doktorarbeit ebenfalls im zweiten Lernjahr befunden haben und eben diesen hohen Unterrichts-, aber auch diesen hohen Prüfungsanteil für diesen Bereich vorgefunden haben in ihrem Unterricht, so sehen wir, dass es nur 7 Äußerungen sind, die diese 16 Lernenden getätigt haben, von denen ist nur eine korrekt. Und dass es nicht besser wird, zeigt die letzte Spalte, denn das ist ein weiterer Teil, den ich hier nicht vorstelle, meiner Habilitation. Ich habe das dritte Lernjahr also auch untersucht, der Spanischlernenden. Und es zeigt sich, dass natürlich dieser Verbalbereich im Unterricht und in den Prüfungen weiter behandelt wird, aber dass sich die Sachlage in Bezug auf den Erwerb nicht wirklich ändert. Wir haben zwar ein deutliches Anwachsen der Äußerungen, das ist richtig, 31 Äußerungen, die diesen Verbalbereich erfordern würden, aber von diesen sind auch nur 9 korrekte Äußerungen. Das heißt, man kann insgesamt bei keinem dieser 3 Datensätze von einem Erwerb des Subjuntivo im Spanischen ausgehen.
Meine Daten werden, und das ist sehr positiv für meine Forschung, unterstützt von anderen Kollegen und Kolleginnen. Ich darf hier eine aus dem romanischen Bereich anführen, Suzanne Schlüter. Sie arbeitet zum Französischen im schulischen Kontext zum Erwerb des Französischen in Schweden und hat eben ebenso festgestellt, dass dieser Verbalbereich Modus Subjuntivo im Spanischen in 4 Lernjahren im schulischen Kontext nicht zu erwerben ist. Das heißt, eine Erhärtung meiner Daten und gleichzeitig eben eine Bestätigung dessen, dass bestimmte Forschungsbereiche eben den Weg sehr, sehr schwer nur in den Unterricht finden. 2 weitere Vergleichsstudien möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Eine stammt aus Deutschland, aus der Mitte der 80er Jahre, wurde von Zimmermann durchgeführt, mit einer sehr ähnlichen Fragestellung wie jene meiner Habilitation. Grammatikanteil am Unterricht in Bezug auf den Gesamtunterricht und Leistungskontrolle von Grammatik. Zimmermann ist anders vorgegangen. Er hat ungefähr 700 Englisch- und Französisch-Lehrpersonen schriftlich befragt und die haben sozusagen Einschätzungen ihres Unterrichts, ihrer Schularbeiten vorgenommen. Die Ergebnisse sind eventuell überraschend. Mich haben sie nicht wirklich überrascht. Der Grammatikanteil am Unterricht betrug auch in den 80er Jahren 50% und der Grammatikanteil bei den Leistungskontrollen ebenfalls. Das heißt, wir haben im Unterricht eine gewisse Stabilität, von der wir ausgehen können. Die letzte Studie, die ich hier heranziehen möchte, stammt aus der französischsprachigen Schweiz und beschäftigt sich mit Deutsch als Fremdsprache in französischsprachigen Gymnasien, wurde von Erika Diehl durchgeführt und ist meines Erachtens eine Modellstudie, weil es sich hier nicht um eine Einzelforschung handelt, sondern um eine kollektive, kooperative Forschung von insgesamt 5 Linguisten und Linguistinnen und 35 Lehrpersonen. Entsprechend umfangreicher ist die Datenlage. Es konnten 2 Jahre lang untersucht werden, Lernende von der Volksschule bis hinauf, wir würden sagen, zur Maturaklasse bis zur Reifeprüfungsklasse. Das ist ein wunderbarer Longitudinal- und Querschnitt sozusagen. Es wurde nicht die mündliche Lernersprache, sehr wohl aber die spontane schriftliche Lernersprache untersucht und die Ergebnisse sind in gewisser Weise erschütternd, denn diese Studie hat festgestellt, dass der Grammatikunterricht kaum für die Sprachproduktion genutzt wird und jetzt kommt es noch besser, wie wir landläufig sagen würden, oder noch schlimmer, was die Forschungssituation, was den Forschungstransfer betrifft. Der Grammatikerwerb findet meist erst 2 Jahre nach der Vermittlung einer bestimmten Struktur im Unterricht statt. Sie sehen, evidenzbasierte empirische Forschung bringt also ans Tageslicht, was im Unterricht funktionieren kann, wo es im Unterricht Nachholbedarf gibt. Wir können hier auf alle Fälle feststellen, dass es zwischen dem Vermitteln und Überprüfen eventuell und dem Erwerben einer Struktur kein 1:1-Verhältnis gibt. Das heißt, es muss hier an seitliche Verarbeitungsphasen zwischen der Vermittlung und der tatsächlichen Möglichkeit, eine Struktur produktiv zu verwenden, geben. In der Spracherwerbsforschung wird hier von der sogenannten Non-Interface-Hypothese gesprochen. Diese bedeutet, dass explizit deklarativ erklärtes Grammatikwissen scheinbar nicht oder kaum in implizit prozedurales, spontan anwendbares Sprachwissen eben oder Sprachkönnen, besser gesagt, überführt werden kann. Evidenzbasierte Fremdsprachendidaktikforschung bringt also eventuell realistische Einschätzungen für Lernende. Sie wissen, könnten wissen, es bedarf Zeit, dass Sprache verarbeitet wird. Für Lehrende bedeutet es auf jeden Fall den Aufruf zur Fehlertoleranz. Das haben wir in unseren Lehrplänen festgeschrieben, aber es ist zugegebenermaßen ein sehr schwieriges Unterfangen, weil wir selbst als Lehrpersonen natürlich immer unsere eigene Kompetenz und die zielsprachliche Kompetenz, das zielsprachliche Niveau im Auge haben und uns schwer tun, tolerant gegenüber Fehlern zu sein, wenn wir tatsächlich in der Unterrichtssituation stehen. Aber ich denke, es kann gelernt werden. Die Spracherwerbsforschung spricht hier
bei den spontansprachlichen Daten von der sogenannten Lernersprache. Die Lernersprache ist ein Begriff, der in den 70er Jahren geprägt wurde, und zwar von Larry Selinker, Interlanguage. Und die Lernersprache wird hier auf der Basis vorangegangener Forschungen erstmals als eigenes Sprachsystem definiert. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem zielsprachlichen bzw. nicht mit einer abweichenden Norm von einem zielsprachlichen System zu tun, sondern wir haben es mit einem eigenen Sprachsystem zu tun, das eben auf der mentalen Verarbeitung von Sprache basiert, das dynamisch ist, das variabel ist, das macht den Unterricht auch nicht wirklich leichter, und das sich zumindest in seiner grammatischen Progression, in seinen morphosyntaktischen Entwicklungssequenzen generell fassen kann. Und hierzu könnten wir dieses Symbol, dieses Bild, Anleihe aus der Botanik diesmal, heranziehen. Lernersprachliche Entwicklungssequenzen im Grammatikbereich bedeuten Reifezeit, Inkubationszeit, wie es von Werner Bleil in Deutschland zum Beispiel genannt wird. Wir könnten aber auch sagen, es benötigt eine sogenannte stille Phase am Beginn, denn Sie sehen, der Keim, der Samen wächst unter der Erde. Das heißt nicht, dass es ihm nie eine Tomate wird. Im Gegenteil, wir sehen es aber nicht. Für den Fremdsprachenunterricht würde dies bedeuten, dass Rezeption, Verstehen von Sprache eben auch zunächst still erfolgt, eine stille Phase benötigt. Und erst nach einer bestimmten Zeit, die wir nicht definieren können, weil sie unangenehmerweise oder glücklicherweise individuell unterschiedlich lange ausgeprägt ist, Sie brauchen nur an den Erwerb von Sprache bei Kleinkindern denken, die einen beginnen mit einem Jahr zu sprechen, die anderen haben mit 3 Jahren immer noch kein Wort von sich gegeben. Das ist eben individuell unterschiedlich, diese Entwicklungsgeschwindigkeit. Wenn Sie nun meinen, ich plädiere für keinen Grammatikunterricht, dann möchte ich das widerlegen. Grammatikunterricht würde ich meinen, ja, aber wie? Ich gehe davon aus, und das müsste natürlich erst erforscht werden, dass zuerst ein Sammeln von Spracherfahrung notwendig ist. Sozusagen ein implizit prozedurales Aneignen von Sprachkönnen, von sprachlichen Regeln. Und dass es erst dann wünschenswert wäre, über Sprache zu sprechen, explizit deklaratives Regelwissen zu vermitteln, explizit deklaratives Regelwissen sich anzueignen. Wie kann dies im Fremdsprachenunterricht aussehen? Ich möchte hier ein ganz kleines Exempel statuieren, das einige oder viele von Ihnen schon kennen. Ich benötige dazu ein Requisit. Und begebe mich nicht ganz auf Ihre Augenhöhe, aber beinahe. Und bitte Sie, mir jetzt einfach zuzuhören und das nachzumachen, was Sie an mir eben feststellen. Levantaos. Daos la vuelta. Tocad vuestros hombros. Señalad al cielo. Sentaos. Jetzt können wir es ein bisschen schneller machen. Levantaos, daos la vuelta, tocad vuestros hombros, señalad al cielo, sentaos. Vielen Dank. Diese Methode nennt sich Total Physical Response und ist eine Language Body Learning Methode, die in den 60er Jahren wiederum in den USA entsteht. James Asher konzipiert sie und versucht nachzuempfinden, wie kleine Kinder ihre Muttersprache erlernen. Ich habe schon gesagt, wir wissen, kleine Kinder hören, verstehen relativ früh oder früher zumindest, als sie in die Sprachproduktion kommen, das, was sie an Anweisungen erfahren. Wir können zu ihnen sagen, binde dir dein Schuhband zu, setz dich nieder, jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen, zieh dir den Pyjama an. Auch wenn sie diese Sätze selbst nicht produzieren können, werden sie vermutlich, so es ein guter Tag ist, genau das tun. Körperliche Anweisungen
führen sie aus, sie hören Sprache, sie verstehen Sprache und damit wird Sprachverarbeitung auf mentaler Ebene in Gang gesetzt. Und dies könnte auch zumindest am Anfang eines Fremdsprachenunterrichts stehen. Und hier darf ich eine Klammer aufmachen, dass es funktioniert, da können Sie mir wirklich vertrauen. Ich habe das 2 Jahre hindurch in meiner Zeit als Spanischlehrerin am Gymnasium in Mürzzuschlag in der Steiermark selbst mit meinen Lernenden durchgeführt und mein Antrieb war auch die Angst, aber das vielleicht über einem Glas Wein. Die Erfolge haben sich eingestellt und ich war sehr, sehr froh darüber. Meine Schülerinnen haben mir einige Jahre später in einem völlig anderen Zusammenhang erzählt, dass sie sich an diese Methode erinnern können und sie haben sich gefragt, warum diese von mir nur 6 Wochen eingesetzt wurde, wo es doch sinnvoll erschienen wäre, zum Beispiel Wortschatzerwerb eben ständig so durchführen zu lassen in der Klasse. Das heißt, ich habe hier das Lernseitige, wie mein Dekan Michael Schratz sagen würde, damals nicht im Auge gehabt. Was ich Ihnen aus anderen Forschungen kurz berichten kann, sind für mich sehr positive Anzeichen. Hier beziehe ich mich auf die Neurowissenschaft, in der ich mich selbst nicht beheimatet sehe und auch nicht beheimatet bin. Wir haben im deutschsprachigen Raum das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, wo 2011 und 2013 Publikationen veröffentlicht werden konnten, einer italienischen Kollegin Macedonia, die ein ähnliches Verfahren auf neuronaler Ebene eben versucht hat nachzuweisen, Word Icons, das heißt, sie hat gestig, die Sinn macht in Bezug auf Wortlernen, auf Wortschatzlernen, dann mit Magnetresonanz untersucht und konnte feststellen, dass die Gestik, die eben die Wortbedeutung unterstreicht, günstigere neuronale Verbindungen zutage bringt, als eben Gestik, die von der Semantik her, von der Bedeutung her mit den Wörtern, die vermittelt werden, nichts zu tun haben. Erlauben Sie mir einen Nebensatz. An diesem Max-Planck-Institut wird auf neurowissenschaftlicher Ebene mittlerweile auch erforscht und 2013 zum ersten Mal veröffentlicht, dass möglicherweise auch neuronale Mechanismen der Sprache, wie sie von Chomsky selbst in seinem universalgrammatischen Paradigma genannt werden, eben feststellbar sind. Friederici, eine führende Neurowissenschaftlerin, hat hier eben mit Chomsky entsprechende Versuche durchgeführt. Die sind natürlich alle nur auf einer sehr basalen Ebene aktuell angesiedelt, weil wir alle wissen, dass Magnetresonanz bildgebende Verfahren in Statik sind und eben nicht in Bewegung. Grammatikunterricht ja, aber nicht sofort, nicht explizites Grammatiklernen, Grammatik erklären an den Beginn stellen, Grammatik erklären, nachdem ausreichend Spracherfahrung gesammelt wurde, habe ich gesagt. Sie sehen hier immer noch das Sinnbild, sozusagen die Visualisierung für die morphosyntaktischen Entwicklungssequenzen, von denen die Lernersprache ausgeht. Es gibt hier eine sogenannte schwache Non-Interface-Hypothese eines deutschen Kollegen, Manfred Pinemann, Processability Theory nennt er sie, die besagt oder die in gewisser Weise den Fremdsprachenunterricht doch auch rettet, was die Grammatikvermittlung betrifft. Wenn wir nämlich diese Grammatikabfolgen kennen und zu dem Zeitpunkt Grammatik explizit vermitteln, wo eine Entwicklungsstufe abgeschlossen ist und wir die Strukturen der darüberliegenden anpeilen, dann scheint es eine Beschleunigung im Entwicklungsverlauf zu geben. Das ist empirisch mittlerweile nicht nur in Deutschland von Pinemann, sondern auch von seinen Kollegen in anderen Ländern und mit anderen Sprachen eben nachgewiesen worden. Wenn unsere Studierenden dieses Wissen mitnehmen, dann denke ich, kann der Vortrag in 10 Jahren ein völlig anderer sein. Wir kommen aber noch zu den Stolpersteinen und diese habe ich jetzt teilweise ja schon vorweggenommen. Die Frage, weshalb haben es wissenschaftliche Erkenntnisse so schwer, Lehrervorstellungen zu verändern? Damit beschäftigen wir uns nicht erst im 21. Jahrhundert. Diese Frage hat schon Wilhelm Vietor am Ende des 19. Jahrhunderts gestellt. Wir wissen, der Sprachtestforschung ist es gelungen. Spracherwerbsforschung ist möglicherweise komplexer, vielleicht nicht so leicht praktikabel im Unterricht einsetzbar, erfordert Geduld und so weiter. Zimmermann,
dessen Studie aus den 80er Jahren ich vorgestellt habe, spricht hier von der Macht des Normativ-Faktischen. So wie wir unterrichtet wurden, unterrichten wir weiter. Sind gewisse Stolpersteine, denen wir uns stellen müssen? Ich denke, dass sich eine wissenschaftsbasierte, forschungsbasierte Fremdsprachendidaktik-Ausbildung dennoch bezahlt macht und komme nun zu den nächsten Schritten, wo ich drei vorstellen möchte, die aus meiner Sicht notwendig sind. Das ist sicherlich die Forschungsebene, wo es eine schulnahe Forschung mit Forschungskooperationen bedarf, die wir teilweise schon eingehen können oder eingehen konnten. Die nächste Ebene ist natürlich die Schulebene, die wir im Auge behalten müssen, denn hier geht es um die Stärkung des Professionsbewusstseins von Lehrpersonen durch meines Erachtens einer forschungsbasierten Ausbildung. Forschungsbasierte Lehrpläne, die haben wir teilweise schon. Sie müssten wirklich auch, und das ist jetzt etwas polemisch gesagt, tatsächlich gelesen werden. Aber wir sind, denke ich, auf einem guten Weg. Ich darf hier ein Highlight aus meiner eigenen Erfahrung einbringen. Die Lehrperson, die mich so freundlicherweise in ihr Klassenzimmer gebeten hat in Bezug auf meine Habilitationsdaten, ist mittlerweile selbst auf dem Weg und nimmt ihren Unterricht auf, um eben zu sehen, ob sich hier Veränderungen eingestellt haben. Und schlussendlich die Ausbildungsebene, wo es darum gehen sollte, dass Fakten- und Beispielswissen eben in Handlungsroutinen umgesetzt werden kann. Und das ist vermutlich die größte Herausforderung, vor der wir stehen. In Bezug auf die Institution und Rektor Merk hat, denke ich, den Zeitpunkt genau richtig gewählt. Bedeutet das natürlich, dass wir Ressourcen benötigen, dass wir eben Personal in der Forschung und so weiter zur Verfügung haben müssen. Aus all dem, denke ich, kann eine Auflösung der Spannung zwischen Forschung und Unterricht eben gelingen. Fremdsprachendidaktikforschung, ich würde meinen, es sollte in Zukunft eben wirklich für jede Lehrperson so sein, dass sie sagen kann, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Herzlichen Dank.